wild gestikuliert, aber auch der kroatische Trainer, das kann ich Ihnen erzählen, schüttelt mit dem Kopf, als könnte er gar nicht fassen, was seine Mädchen da machen. Aber nachdem sie das Hinspiel mit 0-3 verloren haben, könnte man das eigentlich so nicht sagen. Man muss sagen, die Mädchen, die aus Kroatien sind, nicht älter wie 21, sind zwischen 16 und 21 Jahre alt. Eine extrem junge Mannschaft. Patricia Thormann. Mit der direkten Angabepunkt. Nachdem Strilic den Ball nicht richtig annehmen konnte. Und der Block von Schwerin landet im Aus. Es gibt Punkt für Rijeka. Und Angabe für Rijeka. Durch Iva Zdrilic. Und Schaus mit aller Macht. Aber die Kroaten können sich den Ball holen und machen den Punkt. Thomsen kriegt den Ball nicht ins Feld und deshalb der Ausgleich 9-9. Und Adlerova findet den Weg durch den Block zum 10-9 für Schwerin. Und Dinis Hanke jetzt mit der Angabe der kraftvollen Sprungaufgabe. Und der Schweriner Block steht erneut. Berit Kaufeld hatte da die Hand dran. 11-9. Erneut Dinis Hanke. Wieder kraftvolle Angabe. Gut gespielt, der Ball ist immer aus und da war niemand mehr dran. Der Punkt geht an Schwerin. Und 12-9 und ich wollte es gerade ansprechen, das hat mich ein wenig verwundert. Es gab noch keinerlei Auszeiten genommen hier. Und jetzt gibt es die Auszeit genommen für Rijeka. Und deswegen wird hier auch fleißig gewischt in dem vorderen Bereich, damit es da keine Verletzung gibt. Deswegen können Sie jetzt den kroatischen Trainer sehen, der da klare Anweisungen gibt. Und auch Ture Alexandersson auf der anderen Seite war eher emotional, hat er emotional auf seine Mannschaft eingeredet. Aber er scheint auch nicht zufrieden zu sein. Denis Hanke. Eine gewaltige Sprungaufgabe, gut rübergedrückt von Kaufeld. Und Adlerova mit dem Schlag, da war der Block gut vorbereitet drauf. Nochmal Adlerova, kurz gelegt. Aus dem Mittelfeld der Dreierblock war dran und jetzt können sie in Ruhe zurechtlegen, die Finte spielen. Und da war erneut eine Kroatin im Netz und deshalb der Punkt für Schwerin. Magda Maras scheint das wieder gewesen zu sein und sie kann die Entscheidung diesmal des schwedischen Unparteiischen nicht begreifen. Aber der kroatische Trainer scheint auch zu sagen, Mädchen, was machst du da, dann nicht ins Netz greifen. Und die Angabe war drüber. Und deshalb der Punkt für Rijeka. Und Malenka Brickic
mit der Angabe. Und Schaus bleibt im Block hängen. 13-12. Erneuter Aufschlag für die Kroaten. Schaus. Wer den Block rübergeschlagen? Wieder Schaus und der war zu weit. Und da hat sie auch nicht in den Block geschlagen. Und deshalb Punkt für die Kroaten. Und der kroatische Trainer scheint sich darüber etwas zu beschweren. Und die kurze Variante mit Hanke und Kaufeld führt zum Erfolg. Punkt für den Schweriner SC. Adlauer war mit Angabe. Nicht gefährlich, ebenfalls die kurze Variante bei den Kroaten. Das besser an Adlerover. Adlerover scheitert erneut am Block. 14-13 und da gab es ein kurzes Wortgefecht von Adlerover mit einer kroatischen Spielerin. Und der direkte Angabepunkt von Brejic. Der Ausgleich 14-14. An Kaufeld bleibt erneut im Block hängen. Schön geholt von Völker. Jetzt die Möglichkeit, ruhig aufzubauen, für Schwerin eine Finte zu schlagen. Und Schaus dann mit dem Ball ins Netz. Da geht ein Raunen durchs Publikum. Da hatten sie scheinbar zu viel Zeit. Wir nehmen mal Takt auf. Wir unterstützen unsere Mädels. 14-15. Eine kurze Variante mit Hanke und Kaufeld. Und diesmal auf die Mittelvariante mit Adlerova. Aber auch das führt nicht zum Erfolg. Im Gegenteil, ein leichter Ball von Magda Maras. Unerreichbar für alle Schweriner Spielerinnen. Und damit die technische Auszeit bei 14-16. Da macht sich der Schweriner Kapitän Julia Retlaff auch schon richtig warm. Sie hat die Jacke schon ausgezogen. Ja, Tore Alexandersson sprach es an, müssen sie sich besser kommunizieren miteinander, sie müssen mehr reden miteinander, sich besser absprechen. Und wir unterstützen mal unsere Mädels vom SSC. Und jetzt wollen wir gucken, ob die Mädels das umsetzen. So. Kurze Variante von Kaufeld und dann wollen die Kroaten den Ball einfach nur rüberschaufeln und dann geht er zu weit. 15-16. Und Kaufeld kommt zur Angabe. Sie hat es dabei scheinbar eilig. Und das war ein sehr guter Ball von Magda Maris. Ein guter Schlag. Nicht zu holen für die Schwerinerinnen. 15-17.
Maras mit der Angabe ins Netz. Leichter Punkt für Schwerin, 16 zu 17. Natascha Haus, jetzt mit der Angabe. Wir sind ja jetzt auch in der entscheidenden Phase des Satzes. Bei den technischen Auszeiten haben sich erledigt und der Punkt erneut für Rijeka. Samantha Fabris mit dem Schlag zum 18 zu 16. Und Fabris auch mit der Angabe. Volker Schwierigkeiten, das hat Hanke gut gemacht, den Ball noch rüber gedrückt. Die Kroaten nicht leicht, machen trotzdem viel draus. Thompson kann den Ball nicht holen. 16 zu 19. Und technisches, nicht technisches, sondern das Team-Timeout von Ture Alexandersson. Was ich jetzt auch so erwartet hätte. Ich wollte es gerade ansprechen und Alexandersson weist seine Mannschaft jetzt nochmal zurecht. Und es sieht so aus, als möchte er ihnen sagen, dass sie cleverer spielen sollen. Und das ist eigentlich ja sehr faszinierend zu sehen. Jetzt sehen wir bei Ture Alexandersson das, was man vorher auf der Seite der Kroaten beim kroatischen Trainer Igor Lovrinov gesehen hat. Und die Wende kommt zurück und brauchen eure Unterstützung. Wir brauchen. Und jetzt das Motto vom Hallensprecher: Wir brauchen Punkte. Ganz genau. Aber die wollen beide Mannschaften und Samantha Fabris ist die erste, die es versucht, jetzt mit der Angabe wieder für die Kroaten. Und das ist ein direktes Ass. 16 zu 20. Janine Volker kam da nicht zum Ball. Und es gibt einen Wechsel. Adlerova geht aus dem Spiel. Und Julia Retzlaff. Kommt in die Partie. Fabrice mit der erneuten Angabe. Völker kann den Ball nur durchdrücken. Da hat der kroatische Block eigentlich sehr gut gestanden. Und Janine Völker kam gar nicht so richtig hinter den Ball und rückt ihn dann auch mehr aus der Not geboren rüber. 17 zu 20 und Adlerova wollte sich da quasi selbst ein Wechsel, aber Ture Alexandersson sagt nein. Juretla bleibt auf der Platte. Und Hanke drückt den verunglückten Ball der Kroatin in deren Feld und deshalb darf Janine Völker jetzt nochmal Angabe machen, 18 zu 20. Und da das Team-Timeout für ZOK Rijeka. Von Rijeka, um sie anzusprechen. Und an dieser Stelle mal ein kleiner Pause für unsere Ballmädels hier vom SSC. Ganz genau, die haben einen super Job leisten. Vielen Dank, Mädels. Das ist der Nachwuchs, ja, da spricht gerade mal ein klein bisschen Berühmtheit für alle, die es hier möglich machen, so auch für die der Volleyball-Nachwuchs des Schweriner SC, der hier für diese trockene Fläche sorgt, damit man nicht ausrutscht auf der Volleyballfläche und damit Verletzungen natürlich verhindert werden. Das ist ganz, ganz